Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 15. April 1874. Vor 150 Jahren wurde der Kunstsammler und Mäzen Karl Ernst Osthaus geboren. Ein Beitrag von Anja Reinhardt. Überhaupt, meine ich, sollten die Museen nicht Oasen in der Wüste unserer modernen Städte sein, sondern ein frischer Quell, dessen Wellen das ganze Leben reinigend und erfrischend überströmen. Karl Ernst Osthaus, der hochgewachsene, schlanke junge Mann, ist im rußgeschwärzten Hagen in Westfalen aufgewachsen. Als er am 15. April 1874 geboren wird, wohnen die Eltern noch mitten in der Stadt, in der Bahnhofstraße, mit dem Schmutz der Fabriken und dem Elend der Arbeiter vor Augen. Schon als Kind widmet sich der reiche Fabrikantensohn der Schönheit, sammelt Schmetterlinge und schreibt Gedichte. Unternehmer werden, so wie der Vater, das kommt für ihn nicht in Frage. Ich glaube, er war immer auch auf der Suche nach einer Gegenwelt zu diesem industriellen, bürgerlich, kapitalistisch geprägten familiären Umfeld. Rainer Stamm, Direktor des Landesmuseums Oldenburg und Biograf von Karl Ernst Osthaus. Er war tief durchdrungen von eigentlich so einer idealistischen Überzeugung, dass jeder Anrecht auf was Schönes hat, und er wollte etwas Schönes dort schaffen in diesem, so hat er selber genannt, in diesem tristen Industriegebiet. Gegen die Pläne des Vaters setzt Osthaus ein Studium der Ästhetik, Literatur und Geschichte durch. Ein Freigeist ist er allerdings nicht. Er schließt sich völkischen und antisemitischen Studentenverbindungen an. Auch sein Kunstgeschmack ist in jungen Jahren konservativ. Erst durch seine Reisen, erst durch Freundschaften und Bekanntschaften zu Vertretern der Moderne erweitert sich sein Horizont immer mehr. Er entdeckt im Grunde eigentlich durch die Reise zur Weltausstellung nach Paris 1900 die französische Moderne, und nach realisiert er und versteht er, dass natürlich Kultur im Wandel begriffen ist. Karl Ernst Osthaus bricht sein Studium ab und widmet sich neuen Plänen und der Kunst der Gegenwart, die er nach Hagen holen will. Einen entscheidenden Anteil daran trägt der flämische Architekt und Designer Henry van de Velde. Der steht für einen neuen Stil, und Osthaus überträgt ihm kurz nach dem Kennenlernen die Gestaltung der Innenräume seines Museums, das in Hagen schon im Bau ist. Van de Velde seinerseits ist von den Plänen des jungen Mannes aus Hagen hingerissen. Er schickte sich ganz öffentlich an, sein Vermögen zu gebrauchen, um die intimsten Gefühle seiner Mitbürger zu durchkreuzen, die schon den Bau eines Museums als eine Verschwendung bezeichnet hatten. Wenn es sich noch um ein Privatpalais für eine Privatsammlung gehandelt hätte, aber ein öffentliches Museum, das der Allgemeinheit gewidmet war. Als das Folkwang-Museum im Juli 1902 in Hagen eröffnet, können Bürgerinnen und Bürger vor allem die Avantgarde bestaunen. Van Gogh zum Beispiel. Schon bald kommen Werke von Paul Cézanne, Henri Matisse und Edvard Munch dazu. Jetzt, wo das Folkwang-Museum, benannt nach der Halle der nordischen Göttin der Schönheit, das weltweit erste für zeitgenössische Kunst, fertig ist, denkt Osthaus zusammen mit seiner Frau Gertrud weiter. Eine Künstlerkolonie müsste die nächste Errungenschaft sein. Außerhalb von Hagen, auf einem Hügel, entsteht die Villa Hohenhof. Hier will Osthaus auch eine Künstlerkolonie ansiedeln. Als Volkspädagoge wollte er das Schöne allen bringen. Er hat Architekten eingeladen, zum Beispiel Arbeitersiedlungen zu gestalten und gebaut, die dem Bedürfnis nach Licht und etwas Komfort auch entsprechen. Er gründet den Deutschen Werkbund mit und das Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe, das das Ästhetische im Alltag zeigen soll. Karl Ernst Osthaus ist mit Mitte 30 ein international bekannter Mäzen und Kunstsammler. Endlich traut er sich nun auch, seine Homosexualität auszuleben. Das ist für die Ehe natürlich eine schwere Krise, aber Gertrud und Karl Ernst Osthaus bleiben sich Zeit ihres Lebens, soweit wir das wissen, sehr wertschätzend, freundschaftlich verbunden. Der größte Schock aber ist der Erste Weltkrieg. 1916 wird er eingezogen, erkrankt an Kehlkopftuberkulose und wird sich nicht wieder erholen. Kurz vor seinem 47. Geburtstag stirbt Karl Ernst Osthaus. Seine einzigartige Kunstsammlung, die durch die Hyperinflation rapide an Wert verliert und durch Erbstreitigkeiten zu zerfallen droht, wird gerettet durch eine Bürgerinitiative in Essen, wo heute das Folkwang-Museum steht.